Hallo liebe Topfgucker, heute gibt es einen Rinderrücken, Ihnen serviert. Marinierte Kräuterseitlinge, geräucherte Karotte und einen Semmelknödel. Wir haben den Rinderrücken jetzt schon mal temperiert. Er kriegt jetzt noch ein bisschen Wärme und dann wird er bloß noch angebraten in der Pfanne und fertig gemacht. Dazu machen wir die Kräuterseitlinge. Die sind jetzt schon mariniert in einer Ponzo-Soße mit ein bisschen gerösteten Knoblauch, ein bisschen Sojasauce. Dann werden die kurz eingelegt und dann zu Ende gegrillt. Dazu gibt es ein Karottenpesto, das wird dann noch verfeinert, Semmelknödel und ein Rinderrücken aus Simmertal und geräucherte Karotten. Wir bringen jetzt erstmal die Pfanne auf Temperatur. Dann machen wir es uns ein bisschen warm. Nichts gibt in der Küche ohne Salamander. Jetzt wird das Ganze ausgepackt. Wie Sie sehen, er ist schon gut vortemperiert, er ist schön weich. In der Zwischenzeit machen wir schon mal unsere geräucherten Karotten warm. In dem Fall ist Karottensaft geräuchert worden und die Karotten wurden 36 Stunden drin einvakuumiert, dass das Raucharoma in die Karotte einzieht. Dann werden die Sous-Vide gegart und werden geschnitten. So, jetzt ist auch schon die andere Pfanne heiß. Jetzt können wir unsere Pilze zugeben. Zu erwarten ist ein salziges Aroma mit einer Knoblauchnote. Ich verarbeite sehr gerne Kräuterseitlinge, weil die Struktur von dem Pilz einfach immer stabil bleibt. Er zerfällt nicht, er zerkocht nicht, er hat immer Biss. Dieser Pilz ist im Handel ganzjährig zu bekommen. Er hat keine Saison. Ist ja auch ein Zuchtpilz. Wir stellen ihn neben unsere Möhren. Die geräucherten Karotten sind jetzt heiß. Jetzt kommen die Kräuter dazu. Und jetzt werden sie nur noch warm gestellt und kommen dann zum Finish wieder. Fahren wir kurz unter dem Salamander. In der Zwischenzeit nehmen wir etwas geklärte Butter. Dann kommt unser Semmelknödel zum Vorschein. Der wird jetzt bloß noch goldbraun gebraten, knusprig gebraten. In dem Fall ganz klassisches Rezept. Einfache Semmelknödel, Brötchen vom Vortag, geschnitten, gewürfelt. Mit Butter, Milch, vermengt zu einem flachen Blech gedrückt und dann gedämpft, dass das Ei drin stocken. Ich mache gerne noch einen großen Löffel Rührei mit dran, dass die ganze Sache fluffiger wird. Das verleiht der ganzen Sache eine Luftigkeit. Warte. Zack, zack. Wir verwenden geklärte Butter, um die Aromen von der braunen Butter jetzt beim Braten mehr rauszukitzeln. Außerdem saugt sich der Knödel damit voll und wird wesentlich besser vom Aroma her. Wir richten jetzt unser fertiges Gericht an. Wir haben zum einen den Semmelknödel. Auf diesen kommen unsere marinierten Kräuterseitlinge. Dann haben wir noch einen, dass auch jeder erkennt, dass es auch wirklich ein Pilz ist. Dann kommen unsere geräucherten Karotten dazu. Die werden dann mariniert mit einem Karottenpesto, um da eine Cremigkeit zu erzeugen. Wir empfehlen dazu eine Jus vom Kalb. Unser Rinderrücken noch drauf. So, liebe Topfgucker, das war unser kulinarischer Einblick in unsere Küche. Viel Spaß beim Nachkochen und hoffentlich sehen wir uns hier. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de